Il Papa Buono, der gute Papst, so nennen die Italiener Papst Johannes den 23. Mit fast 77 Jahren wurde Angelo Giuseppe Roncalli 1958 zum Papst gewählt. Er galt als Kompromisskandidat und Mann des Übergangs. Umso größer war die Überraschung, als er bald darauf ein neues Konzil ankündigte. Das Zweite Vatikanische Konzil, einer der größten Reformprozesse der römisch-katholischen Kirche, eine Öffnung hin zur Welt, zur Moderne. Das Ende des Konzils konnte er nicht mehr miterleben. Er starb 1963. Doch was er angestoßen hat, wirkt immer noch nach. Benedikt XVI. Bezeichnete seinen Vorgänger als großen Brückenbauer. Johannes der 23. stand für Menschlichkeit und Unkompliziertheit, ähnlich wie heute Papst Franziskus. Karol Wojtyla, Papst Johannes Paul II., seit 455 Jahren der erste nicht-italienische Papst. Im kommunistischen, aber doch katholischen Polen aufgewachsen, wird für ihn der Kampf gegen totalitäre Systeme zum bestimmenden Element seines Pontifikats, das mehr als 26 Jahre dauerte. Den Millionen Menschen, die vom Kommunismus befreit werden wollen, gibt er Kraft und beschleunigt mit seinen Reisen den Fall des Eisernen Vorhangs. Religionsfreiheit, Menschenwürde und Lebensschutz, das waren seine Themen, aber auch der Dialog der Religionen. Er reiste mehrmals um den Erdball, besuchte 129 Länder und überall, wo er hinkam, begeisterte er die Menschen mit seinem Charisma. Auch die letzten Jahre, sein Leiden und Sterben, fand vor den Augen der Weltöffentlichkeit statt. Am 2. April 2005 verstarb Papst Johannes Paul II. 4 Millionen Gläubige und 200 Staatsgäste kamen zur Trauerfeier in den Vatikan. Santo subito, die sofortige Heiligsprechung, forderten die Gläubigen damals. 9 Jahre später ist es soweit. Eine Heiligsprechung in Rekordzeit für einen Papst, der selbst Rekorde sprengte.